Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind bei Folge 6 Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Elana und Systemstrahler am Start. Hallo. Und wir starten jetzt im zweiten Fall, das Rätsel auf den Gleisen. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerant. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Mr. Holmes, perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the fourth car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do please at least write to me on your return. Oh, wir haben jetzt einen Pokal oder den Tab. Ja, wir haben den Tab 100 als Souvenir. Okay. Und wir sind unparteiisch. Das war aber gerade noch gar keine Aufgabe. Müsste da jetzt erst hingehen, irgendwie. Vielleicht müssen wir noch Koffer packen oder keine Ahnung. Was war das? Das war ein echt unangenehmer Tweet, würde ich meinen. Aufgespießt. So, der Fall um den erschütternden Mord an den ehemaligen Captain Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, ist gelöst. Die Beweise, die Scotland Yard von sicherer Quelle erhalten hat, waren mehr als ausreichend, um festzustellen, dass Peter Carey von Patrick Cairns, einem seiner früheren Harpuniere, ermordet wurde. Der gemeingefährliche Verbrecher wurde vom tapferen Inspektor Lestrade in einem Faustkampf unschädlich gemacht und in Gewahrsam genommen. Patrick Cairns wird für seine Tat mit großer Wahrscheinlichkeit zum Tode verurteilt werden. Aha, Sherlock Holmes hat natürlich nicht erwähnt, der den Fall gelöst hat. Und Streuner auch nicht. Und Elana auch nicht. Ja. Zeig die Schweine. Da gibt es aber noch mehr Briefschreiber. Ah, okay. Den letzten muss man wohl liegen lassen.
my archive. I can always consult with it if needed. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Sie wartet immer noch auf dich. Das wird nicht besser. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Toby passt schon auf. Ah, jetzt kann man mit ihm reden, jetzt kann man ihn nicht mehr untersuchen. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Eine Woche später. Das sind mal Reisezeiten. Brr, what a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention, the train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. Ach, ein Archiv dabei. Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Oha, bitte schon spannend los. Lass das zu. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Aufgabe, um den Tag zu untersuchen. Ach, wahrscheinlich kommt man hier dann mit der Kutsche da irgendwo mal. Ah. Okay, aber guck mal erstmal, ob wir hier was im Räumchen drin haben, ob das Briefchen eingeräumt ist und was er so noch sagen möchte. Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible, is it, Holmes? Den läuft mir jetzt hinterher, ein Dackel oder was? Oh ja, was zu tun. Watson, öffne die Tür. Hast du wahrscheinlich dein Archivkoffer? Betäge die Klospülung an die Falle. Watson kann so hilfreich sein, verstanden. Hey, ich bin Watson. Ja? Ja. Oder darf ich jetzt in der Folge Holmes sein? Ach so, dann bist du Watson. Okay, aber die Toilette darfst du dann selbst betätigen, okay? Das ist noch gar nicht hier unsere Unterkunft, glaube ich. All, let us examine the area where the train disappeared. Ach, wir untersuchen die Stelle gerade, wo unser Zug nicht kam, oder wie? Ja. Hast du dir gemerkt, in welche Richtung wir laufen müssen? Ich wusste nicht, dass uns gesagt wurde, dass wir in eine Richtung laufen müssen. Ich habe gedacht, wir gucken uns hin. Ich dachte eigentlich, ich gehe in unsere Unterkunft rein, aber da war ich ein bisschen verpeilt. Latschen ja einmal um den Bahnhof rum. Ja, zum Glück hast du Watson dabei, ansonsten würdest du wahrscheinlich nichts hinkriegen. Ja, jetzt gucken wir mal, ob man da hinten. Das wird dir doch angezeigt, wenn da irgendwas ist. Denkst du? Ja. Warum wird dann jetzt das F angezeigt? Oh, der Zug kommt. Jetzt geht die F-Taste. Okay. Railway sleepers, nothing unusual. There are no tracks or footprints on the ground. The rails have not been touched.
There's nothing unusual here. Da war noch irgendwie eine Flasche. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues, but then a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues, and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Mm-hmm. Wir haben ja noch gar keinen Toten gefunden. Was stand da jetzt dran? Eine Karte der Eisenbahnregion auf. Ja, oder vielleicht ist das Rätsel ja einfach dafür zu kurz. Aber die Folge heißt ja der Tote auf den Gleisen. Vielleicht gibt es ja nachher noch einen Toten. Mhm. Und einen Fahrplan oder so, vielleicht mit der Vorderinnerung. Die Musik ist irgendwie so ein bisschen wie im Horrorfilm. Hi. Das mal sehen, wie selbst war, ne? Ticketautomat oder was ist das? Mhm. Okay. Ein Bürotisch. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Mm-hmm. Here is the train set. Interessant, so baut man sich zusammen. Ach, dass jeder weiß, wo er einsteigen muss. Mhm. Und der Sonderwagen ist von Mr. Robinson. Wer ist Mr. Robinson? A telegraph. Okay. Wir können ja jetzt auf seine Mobilität gucken, ob hier irgendwas sichtbar ist. Ich weiß nicht, ob das am Anfang vielleicht noch kam oder ob das immer kommt. Nee, ich glaube, das wird... Wenn du da was machen kannst, wird es dir angezeigt. Ja, also ich jetzt hier drin nichts, ne? Na, die Tür bleibt jetzt wohl offen. Ist hier noch was? Ja. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Ehrenbahnhof, was es alles gibt. Vielleicht den anderen Arm. Das ist jetzt wieder drin.
Kann das sein, dass am Arm, so auf Höhe des Ellbogens, noch was aufgeblitzt ist? Graue Haare. Nein, Haare. War ja auch klar, graue Haare. Could you please give us any details about the train? Was there anything very special about it? At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Den haben wir ja schon. Haben wir schon vorher bedient. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. It's a map. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Ist jetzt nicht der Wagen von Robinson, oder was? Doch. I'll see you later, my good man. Also wir können uns jetzt noch den Streckenplan rauslassen. Aber hier. Nee. Oh, da gibt's schon auch was. Railway post bags. Bahn und Post war da ziemlich eng miteinander verknüpft, schätze ich mal. Ja. Nee, das wollte ich nicht. Nein, das ist gar nichts. This map will be useful. Das ist ja nur ein Gleis drauf. Ein Gleis, das da streckt. Von Nottingham nach London. Ohne Zwischenhalt. Hallo. Hier sind wir, glaube ich. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Oh yeah. Train service. Da war aber auch noch nicht mehr. This part is probably from a locomotive. An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. Okay, doch mal ins Aufgabenbuch, was wir jetzt machen sollen. Ja, lass mich doch ein bisschen im Bahnhof erkunden. Das ist uns auch erstmal mit der Gegend vertrauen, wovon da sitzen noch lauter Leute rum, mit denen wir reden können. Wenn wir dann mal hinkommen würden. Aber ich denke, das ist komisch, ist bisschen im Moment. Ich habe ganz im Grafik gespürt, aber das war doch nur dieser Haken, der da hing. Ich dachte, da wäre ein komisches Vieh oder so reingeflogen. Wenn wir da rauslaufen, dann würden wir verlassen. Okay. Nun also wahrscheinlich die Bahnstrecke entlang. Da kommen wir nicht rum, dann müssen wir wieder durch die, den Wartesaal.
können wir wahrscheinlich dann zum nächsten Bahnhof mitfahren. Naja, es gibt ja nichts, wir kommen hinweg. Wir müssen hier rum untersuchen, das heißt, da vorne sind Leute. Vielleicht wissen die ja jede Menge nicht. Wie kommen wir da jetzt auch wieder nicht hin? Komm nicht zu den Leuten hin. Na, dann liest doch mal die ganzen Hinweise. Ja, aber wir haben doch schon was rausgefunden zu den Mann. Das geht doch schon irgendwo. Okay, haben wir den Zettel liegen lassen, dass wir nochmal in den Raum anbinden, sondern mal. Eine Zusammenstellung haben wir. Das Telegramm müsste unter Dokumente sein. Das ist das. Hat gebucht und Hinweis an alle Bahnhöfe. Mr. Robinson befindet sich im Bahnhof Brücklinken. Okay, keine Ahnung. Gehen da vielleicht Stationen auf der Strecke. Das kann sein. Also mit den Leuten kannst du nicht reden. Vielleicht. Sind wir auch gar nicht da, wo ich dachte. It's unbelievable. Was ist, wenn wir hier auf der Karte auf den Punkt drücken? Dann sind wir genau da, wo wir sind. Wir können nirgendwo. Okay, dann sprich doch nochmal mit dem Bahnhofsvorsteher. Vielleicht haben wir dieses Telegramm schon zuerst gehabt und mussten aber erst die erste Gesprächsoption abdecken mit ihm. Ich würde gerne vorher nochmal den Raum reingucken. Vielleicht liegt er nochmal. War das der? Nee. Weil ich denke, der hätte es sonst gleich anbieten müssen. Zettel noch im letzten Mal. Und der Telegraph, der war ja, da hat er ja bloß gesagt, ein Telegraph, ne? Ein Telegramm hat er gekriegt. Ja. Aber da steht ja noch der Telegraph. Genau. Der Telegraph. So meinte ich das. Aber wahrscheinlich vorher nur mal was verschicken will. Oder auch nicht, weil er grün ist. Oder wir müssen nach hinten weiter gucken. Da, wo wir den Zug untersucht hatten. Siehst du, da geht's noch ein paar Gäste. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Er sagt, keine Ahnung. You mention it. Yes, there was something. There was a message from Bridlington Station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Okay, jetzt können wir mit der Kutsche zum nächsten. It's a disaster. Aber ich denke, das ist bei Nottingham. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Okay, dann. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.